Wow. Jetzt hört man sogar die verfickten Grillen. Lasst das auf euch wirken. Ich lasse es gerade auch auf mich wirken. Ich darf jetzt mich wieder frei rum bewegen. Auf einmal ist der ganze Stress weg. Auf einmal ist alles einfach tot. Und ja, die ganze Spannung ist weg und das ganze Leben ist entsprechend auch weg. Oh Mann. Oh mein Gott. Hier war also tatsächlich auch so ein behindertes Geschütz. Langsam gehen mir die Grillen sogar auch auf den Geist. Oh Mann. Wo sind die? Ihr müsst doch im Feuer sein, den Geräusch zu urteilen. Oh Gott. Nach 1,5 Stunden bin ich hier endlich an der behinderten Stelle vorbei. Das Kapitel 14 heißt Brücke und ich bin noch nicht mal zu irgendeiner Art Brücke gekommen. Wie viel war in der P90? Nichts. Wow. Jetzt will ich eine Cutscene, die habe ich mir verdient. Ich mag Cutscene sonst eigentlich nicht so sonderlich, aber fuck it, ich habe es mir jetzt verdient. Alter, ist das schwer! Was? Was? Alter, jetzt wird das Spiel echt wieder krank. Was? Das soll passieren? Oh, ich bin froh. Das soll... Was? Nein, das soll nicht passieren. Okay. Fickt euch! Die ganzen Waffen sind weg! Och! Leute, das könnt ihr nicht machen. Ernsthaft? Ihr habt mir jetzt alle Waffen weggenommen? Alle Waffen, die da rumlagen? Okay. Ernsthaft, Leute, sowas könnt ihr doch nicht machen. Oh, jetzt habe ich eine Waffe, die komplett leer ist. Ist das ein behinderter Kontrollpunkt? Boah, sorry, aber auf Fuba wird das Spiel hier gegen Ende gerade richtig zum Arschloch. Es mutiert zu einem riesigen Arschloch. Wow. Ich sehe... Was? Wieso sieht der jetzt nicht aus wie Lugo? War das also... Stand da vorhin auch schon, du bist tot? Nein. War das also eine Art Tagtraum von Walker? Eieiei. Mann, das Spiel verarscht mich gerade. Richtig. Oh Mann. So, dann muss ich da erstmal wieder rüber. Lade nach. Nachladen. Ach, was ist... Moment, was liegt denn da? Aha. Ein Granatwerfer. Ohne einen Sekundärmodus. Genauso wie die Saw. So, jetzt gehe ich erstmal hier nach hinten und schaue mich hier um. Ob hier sonst noch irgendetwas Wichtiges liegt für mich. Ich glaube Munition, ne? Weil die spawnt ja auch wieder nach. Ich kann nichts davon mitnehmen. Wow. Ich habe bereits die ganze Kapazität erreicht. Wow, das Spiel mutiert zu einem gigantischen Arschloch. Wow. Okay, warum bin ich jetzt gerade gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe? So, wie wär's mit einem Haftgranätchen? Nur für dich, Big Daddy-O. Schwerer
Signal, Trooper ausgeschaltet! Wunderbar. Wiederhole, Trooper ausgeschaltet! Ist doch alles einfach. Die sind uns auf den Fersen. Das... Passt auf die Schrotflinte auf! Soldat kommt aus der... Drinnen sind noch mehr. Aber nicht lange. Gegner erledigt! Warst du der Einzige? Nein. Ich meine, ich komme doch jetzt eigentlich sogar noch immer mehr ins... Was? Oh Gott. Ich komme doch eigentlich immer mehr in die Mitte von dem Wespennest, in das Walker gestochen hat. Und er will krankerweise immer noch weiter rein. Es ist zu einer einzigen Selbstmordmission geworden. Okay, lade nach. Und wieder muss ich zurücklaufen, um das Zeug mitzunehmen. Ah, Leute. Also, der Walker, der dreht den ganzen Spieß komplett um. Für die Sache, weshalb er eigentlich hingekommen ist. Er ist wegen einer anscheinend Rettungsmission hingekommen. Weil alle, oder was ihm zumindest gesagt wurde, der Konrad, der ist verschwunden, man hört nichts mehr von dem. Lü. Schaut mal bitte nach, was mit dem passiert ist. Lalalala. Ja, und jetzt? Lugo ist tot, er hat so einige Kriegsverbrechen gemacht. Unser lieber Walker. Und... hat jetzt so Hallus wie sonst etwas. PTBS, ne? Hat jetzt übelste Probleme damit. Und selbst wenn er hier lebendig rauskommt, wird er damit immer noch Probleme haben. Und... ja, die Rettungsmission ist zu einer einzigen Selbstmordmission geworden. Der schwere Trooper ist erledigt. Wunderbar. War doch kein Problem. Die sind uns auf den Fersen. Ist aber nicht lange. Mir egal. Der ist tot. Passt auf die scheiß Rotflinte auf. Ja, die hat mich letztes Mal umgebracht. In meinem letzten Leben. Wunderbar. So, da ist noch einer, hä? Da, ich sehe dein Clipping. Tja. Selber schuld. Dank deinen Entwicklern. Dank deinen Schöpfern. Okay. Jetzt bewegt sich gerade nichts. Also. Waffe auswechseln. Falsche Waffe ausgewechselt. Fuck, schon wieder. So, richtige Waffe ausgewechselt. Muss nachladen, geht mit Deckung! Oh Mann. Habe ich hier sonst noch irgendetwas? Leuchtet hier etwas? Wer sagt das denn? Mein Gott, da sind also immer noch welche drin? Fuck. Also habe ich echt einen Schuss umsonst verballert. Hallo? Okay. So, ich laufe jetzt mal dort in Deckung. Rücke vor! Kill sie alle! Wer ist alle? Hier lebt nichts mehr. Alles ausgeräuchert. Oh mein Gott. Wieder mal ein ruhiger Punkt zum Trinken. Wow. Mein erstes Gefühl war echt da reinzuschießen, aber dafür ist mir die Munition gerade echt zu wichtig. Eine Scar. Ja, die ist gut ausgerüstet. Wie sieht's damit aus? Wir haben zwei. Eine ist geladen. P90. Hier haben wir die Schrotflinte, ne? Alter, das Ding hat Wumms. Wer flankiert denn hier von euch? Granaten. Wunderbar. Munition. Nicht mit der Saw. Ich nehme die Munition nicht mit der verfickten Saw auf. Dann nehme ich lieber das schnieke Ding und schau mal nach, wie viel ich damit mitnehmen kann. Weil das weiß ich, glaube ich, nicht. Ah, oh, nicht so viel. Schade. Ach Gott, wer flankiert denn hier? Hier passiert doch gerade gar nichts von euch. Adams! Sorry. Oh Mann. Einer kommt aus der Deckung. Feind ausgeschaltet. Wow. Lade nach. Also diese AA-12, so nenne ich die jetzt mal, die ist
Übel. Er ist der Nächste. Die hat auch einen ziemlich guten, die hat ein gutes Waffengefühl. Wie die 417er, die gerade immer noch mein Liebling ist. Aufpassen, schwerer Trooper! Wie viel schwere Trooper habt ihr Idioten denn? Wieso sprintet er nicht? Muss ich jetzt wieder bei dem einen Dicken da eben weitermachen? Die Tötung unbewaffneter Kombatanten wird nicht geduldet. Aber das ist ja nicht echt. Was kümmert's dich also? Wow. La-di-da-di-da. Scheiße. Oh mein. Ich sag es viel zu oft. Es geht mir sowas von auf die Nüsse. So. Lade nach. So. Ich glaube, ich werde jetzt gleich erstmal die Saw an dem Dicken verballern. So. Kann ich den. Ach komm, spring drüber. Eieiei. Und nochmal. Diesmal versuche ich das sogar von hier näher. Und auf geht's. Welche Panzerung? Wieso schießt? Das verstehe ich nicht. Nur an bestimmten Winkeln hat er Lust, die Waffe wirklich zu ziehen. Oh Gott. Gerade regen mich manche Mechaniken des Spiels echt mehr und mehr auf. Weil sie... Ah, ich muss wieder nach da hinten laufen. Das ist doch Bullshit. Wow. Weil die Mechaniken, die stehen mir dann irgendwo echt im Weg. Ich meine, okay, das Spiel ist... Würde ich es als Antikriegsspiel bezeichnen? An und für sich vielleicht schon. Wegen den Sachen, die da gezeigt werden. So wie mit den Thematiken umgegangen wird. Eigentlich schon. Das Suffisante ist irgendwo, dass man mehr Munition kriegt, dafür, dass man Leute exekutiert. Nun gut, Exekutionen, die gibt es halt auch. Und ich will nicht bezweifeln, dass es in solchen richtigen Kämpfen dann auch zu solchen kommt. Aber dass man dafür dann, sag ich mal, auch noch spieltechnisch belohnt wird, um sowas zu machen, naja. Ebenfalls mit den Headshots, mit den Slowdowns. Das ist auch etwas, was mir nicht so schmeckt. Aber naja. Shit! Noch ein schwerer Trooper! In Deckung, verdammt! Wieso ist das eine nicht explodiert? Weiter vor! Schwerer Trooper ausgeschaltet! Wiederhole! Trooper ausgeschaltet! Aber nicht lange. Natürlich ist er lange ausgeschaltet. Wow. Da haben sich wohl zwei Gespräche überlagert. Immer diese Arschlöcher mit ihren Kack-Schrotflinten. Verdammt, die geben nicht nach. Wie das aussieht. Sie sind zu nah, verdammt. Das ist nicht wahr. Nein, der Schwierigkeit... Die Schwierigkeit bleibt auf Fuba. Das klingt für mich gerade wie ein Getränk. Fuba. Ich glaube, ich mache dem. Ich erfinde irgendein Getränk und das nenne ich Fuba. Fuba, Fuba, Fuba. Sind wir nicht alle ein bisschen Fuba? Ja. Oh Gott, ich habe das Getränk nie getrunken. Also, wie heißt das? Bluna oder so, ne? Ich habe es echt nie getrunken. Ist, glaube ich, auch so Orangenlimonade oder sowas in der Richtung, ne? Ich weiß es nicht. Ich kenne immer nur diesen Werbespruch. Die Werbung habe ich ein paar Mal gesehen und damit hat es sich eigentlich auch. So. Wieder auf Haftgranaten wechseln und unseren Lugo in die Augen schauen. Shit! Noch ein schwerer Trooper! In Deckung, verdammt! Double Explosive! Weiter vor! Yay! Der schwere Trooper ist erledigt. Aber nicht lange. Weiter. Die sind uns auf den Fersen. So. So zeige er sich. Wieso tötet dich das nicht? Der ist tot. Feind bewegt sich. Vorsicht. Oh.
Ich schieße gerade so viel daneben. Okay. Wir sehen. Wieso stirbst du nicht? War's das jetzt? Bitte? Oh, das war's noch nicht! Ich sterbe gerade so oft, so unnötig. Diese Stelle ist nichts im Vergleich zu dem, was ich vorher durchleben musste. Das ist Pipifax und ich stelle mich gerade so doof an und muss dann jedes Mal hier nach hinten laufen, weil der Kontrollpunkt so asozial gesetzt wurde. Sorry, an sich mag ich das Spiel, aber so von manchen Mechaniken? Nee, okay. Nein. Lade nach. Aber... Naja, das Spiel will ja halt auch auf diese Thematik eingehen, dass Krieg nicht so toll ist. Entsprechend vielleicht auch, dass man... Ich meine, okay, ich kann jetzt die Fehler als Feature hinstellen. Aber vielleicht war das sogar von Team Jäger so gedacht.